Februar wurden bundesweit die Thesen von Maria 2.0 an Kirchentüren angeschlagen, um den Bischöfen für ihre nächste Bischofsvollversammlung den Rücken zu stärken und unsere Meinung nochmal kundzutun. Hier auf diesem Banner haben wir die ganzen Kirchen, wo die Thesen angeschlagen worden sind, in der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart gesammelt. Diese Sammlung zeigt, dass wir an der Basis die Thesen unterstützen, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Die Gleichberechtigung in der katholischen Kirche wird eine Kirchenspaltung verhindern. Wir fordern von Ihnen, die Inhalte der Thesen mit Nachdruck umzusetzen, dafür einzustehen, für das, was an der Basis in der Wirklichkeit im Moment den Leuten im Herzen brennt. Der Tag der Diakonin widmet sich seit Jahrzehnten der Forderung nach der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der katholischen Kirche. Sie, Herr Bischof Fürst, haben in den letzten Tagen den Mut aufgebracht, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in unserer Diözese beizubehalten. Die Zeit ist reif. Eine geschlechtergerechte Kirche kann sich auch der Weihe der Frau zur Diakonin nicht mehr verschließen. Fassen Sie, Herr Bischof Fürst, auch jetzt den Mut, die Weihe der Diakonin durchzuführen. Wir zählen auf Sie. Wir protestieren mit allen Menschen für eine andere Kirche. Die Männer müssen genauso mitarbeiten, dass hier Gleichberechtigung herrscht, genauso wie die Frauen. Es geht alle etwas an, das ist kein reines Frauenthema. Reformdebatten zum Thema Diakonin haben wir seit Jahrzehnten zur Genüge geführt. Jetzt ist Zeit für die Umsetzung. Als vor 40, 50 Jahren immer mehr Ministrantinnen am Altar beteiligt waren, wurde auch erst nachträglich vom Papst das Kirchenrecht in diesem Sinne verändert. Da waren Mädchen am Altar schon lange eine Selbstverständlichkeit. Herr Bischof Fürst, so müssen wir beim Thema Diakonin erneut handeln. Sie müssen handeln, um umzusetzen, was nicht mehr aufgeschoben werden kann. Die Weihe der Diakonin.